Ich möchte mit euch über die 4.0 von Genshin Impact reden. Ein großartiges Update, das eine neue Map brachte, die extrem Spaß macht zu erkunden und gleichzeitig noch eine neue Story, Spoiler-Alert an dieser Stelle, eine neue Story, auf die ich mich wirklich freue, weil eine Prophezeiung einfach die Auslöschung eines ganzen Volkes ankündigt, bloß dass wir immer noch nicht wissen, wie Alechino und das Ganze integriert wird. Also overall freue ich mich extrem auf den weiteren Verlauf der 4.x und rund um Fontaine in Genshin Impact. Dennoch hatte ich mein ein oder anderes Problem mit der Story von Fontaine bisher, zumindest nur in der 4.0. Bedeutet, ich möchte dieses Video noch einmal dafür nutzen, zusammenzufassen, was fand ich positiv an der 4.0, sehr vieles by the way, als auch, was fand ich vielleicht negativ und nicht ganz so gut. Jeder, der ein Streamer, weiß schon Bescheid. Ich wollte das einfach nochmal zusammenfassen, damit die Nachfrage nicht mehr kommt. Aber ich fange erstmal mit der Map an. Warum? Ganz grundsätzlich, das ist für mich einfach der wichtigste Aspekt in ganz Genshin Impact. Ich persönlich liebe es einfach, mich von A nach B zu bewegen. Wenn eine neue Map rauskommt mit neuem Update, die komplett zu Kunden, die eine oder andere Kiste zu öffnen und ähnliches, beziehungsweise kleine Geheimnisse zu entdecken. Die Map von Genshin Impact, beziehungsweise wie es sich anfühlt, diese zu erkunden, finde ich extrem wichtig von Version zu Version. Da hat mir besonders gut damals Inazuma gefallen, weil die einfach mit jedem verdammten Update ein neues kleines Mapgebiet gebracht haben, wenn auch temporär teilweise mit zwei Updates, aber gleichzeitig mit jedem Update genauso ein Mapgebiet und ich durfte das einfach so entdecken. Und Fontaine startet wieder extrem gut. Zuerst haben wir natürlich die neue Mechanik des Tauchens, die ich persönlich sehr überzeugend finde. Dadurch, dass es sich einfach viel, viel besser anfühlt, als zu laufen oder noch schlimmer, zu schwimmen. Stattdessen können wir einfach ins Wasser springen und uns extrem schnell fortbewegen. Ich dachte im ersten Moment, oh Gott, hoffentlich finde ich möglichst viel von den blauen Kreisen, bei denen man einmal schnell nach vorne geboostet wird, damit ich irgendwie von A nach B komme. Wie wird es irgendeine Daily Quest unter Wasser zu machen? Aber ich muss bisher sagen, es geht vollkommen klar. Nicht nur, dass es klar geht, es macht sogar noch mehr Spaß als zu laufen, weil man sich einfach noch schneller von A nach B bewegen kann und dementsprechend alle Vorteile mitnehmen kann. Also overall hat mich persönlich die Map bisher komplett überzeugt in der 4.0. Natürlich gibt es auch hier wieder kleine Aspekte der Map, die hinter der versteckten Quest liegen, beispielsweise die Maler-Quest, die für mich persönlich sehr schlecht begann, aber wenigstens gut geendet hat, das muss ich zugeben, oder die mit den Narzissen. Also grundsätzlich kann man nicht sofort alles entdecken, aber ein Großteil, sogar so viel, dass ich den ersten Map-Teil direkt on-stream auf 100% gebracht habe, Day One, und ich hatte mit jeder Minute, die ich dort verbracht habe, Spaß und bereue keine einzige, auch nicht im Nachhinein, weil ich jetzt sage, ich habe zu wenig zu entdecken, denn ich habe immer noch zwei Maps nicht auf 100%, also genug zu tun. Also ihr merkt schon, ich bin komplett begeistert und auch grundsätzlich davon, wie man kämpft unter Wasser. Ich dachte vielleicht, das könnte erstmal ein bisschen langweilig werden, wird es vielleicht auch noch irgendwann, wir sind erst eine Woche drin, also wer weiß, wie das Ganze läuft, wenn man zwei Wochen, drei Wochen, vier Monate oder ähnliches drin ist und jedes Mal erstmal zum Fisch schwimmen muss, damit man sich eine Fähigkeit suchen kann, damit man dann kämpfen kann. Aber grundsätzlich ist es halt mega cool, dass sie dadurch beispielsweise auch neue Bossarten mit reingebracht haben, die mal ein bisschen stärker sind, wo man sich zuerst denkt, yo, warum sterben die einfach nicht, wenn ich die angreife, bis man entdeckt, die haben eine geheime Mechanik oder auch der komplett neue Boss, den man zu finden kann, einfach auf der Open World, ohne irgendeine Belohnung, außer einem Achievement, der einfach 3 Millionen HP hat, wo man komplett entweder mit Chong Lis Schild draufballern muss oder ausweichen muss wie ein Gott oder sonst was. Es ist ein neuer, starker Boss, der mich, glaube ich, sogar mit am meisten überrascht hat an der 4.0, dass man sowas in der Overworld findet. Ein Gegner, der schwierig zu besiegen ist und das in der Overworld ohne Spiral Abyss oder ähnliches. Also, ich war wirklich überrascht, sehr positiv überrascht von vielen einzelnen Dingen. Plus, dass dieses neue System mit Pneuma und blablabla, wie das Arkansystem auch immer heißt, ja, auch in die Map integriert wurde. Bedeutet, ich kann mit Linnae und Linette spielen, aber ich kann auch einfach grundsätzlich mir immer die einzelnen Elemente in der Overworld suchen und damit die einzelnen Rätsel lösen. Also, ich bin komplett überzeugt von den Maps der 4.0 und bin gespannt, wie das in den nächsten Updates umgesetzt wird. Dadurch, dass mit der 4.1 als mit der 4.2 noch Main Story kommt, gehe ich stark davon aus, dass wir da noch neue Maps kriegen werden, aber ich bin dann besonders gespannt auf die ganzen kommenden Updates, die danach kommen. Doch natürlich wird so ein neues Update nicht nur gut durch eine neue Map. Nein, ein weiterer wichtiger Aspekt, bevor ich zur Story komme, ist auch die Musik. Ich weiß nicht, wie ihr euch fühlt, wenn ihr da rumlauft, aber es soll an Frankreich erinnern und einfach jedes Mal, wenn man da durchläuft, nimmt man eine gute Stimmung durch die Musik und fühlt sich im Game. Bedeutet für mich persönlich, ich bin auch da wieder komplett überzeugt von dieser Musik, die sie damit eingebaut haben. Aber das kennen wir ja mittlerweile von HoYoVerse. Die hauen eigentlich mit jedem Patch ganz viele Banger raus. Und man freut sich jedes Mal wieder, wenn man irgendwo entdecken geht. Auch wenn ich zugeben muss, natürlich, ich spiele häufig mit Hintergrundmusik statt mit Genshin Impact Musik. Aber die Story habe ich natürlich damit erlebt. Einige Kämpfe habe ich damit erlebt, einige Erkundungen. Und die Musik mochte ich wieder sehr gerne, wie ich es gewohnt bin. Aber jetzt zum großen Hype als auch Sorgenkind von Genshin Impact. Aus meiner persönlichen Sicht, ich habe darüber viel mit meinem Stream diskutiert, was positiv und was schlecht war und wie ich das sah, dass ich damit größtenteils auch das anders gesehen habe als viele meiner Zuschauer, denn
Ich finde, wie sich die Story aufgebaut hat und wo das Ganze hinführen soll, extrem spannend. Ich fand es super genial, wie ich nach Fontaine gekommen bin und dann wurde ich von Furina begrüßt mit einem absolut epischen Auftritt, wo ich noch dachte, sie wäre hardcore arrogant, bis ich später in der Story gemerkt habe, nein, die ist nicht hardcore arrogant, sondern vielleicht einfach nur noch sehr kindlich in ihrem Kopf, auch wenn sie 500 Jahre alt ist. Und dann Linnaes erster Auftritt mit ihm und seiner Schwester zu sprechen und wie er dann die Vorführung hatte und wie die Vorführung dann endete mit einer absoluten Überraschung, das fand ich alles extrem genial. Doch dann kam das, was mich absolut schockiert hat, der Gerichtsprozess. Er wurde damit eingeleitet, dass ich erstmal nach Hinweisen suchen musste, was für mich persönlich schon mal sehr langweilig war, nachdem ich so einen epischen Anfang hatte. Aber ich glaube, für den einen oder anderen ist das schon mal ganz cool und das ist auch nichts, was ich grundsätzlich kritisieren würde, weil es eine nette Idee ist. Auch wie danach der Gerichtsprozess aufgebaut wurde, ist grundsätzlich eine nette Idee. Man versucht mit den Beweisen Gegenargumente dafür zu finden, ob jetzt Linnae schuldig ist oder nicht schuldig ist, wo der Täter sein könnte oder nicht sein könnte. Also wie das Ganze aufgebaut war, war eigentlich eine extrem smarte Idee. Aber ich hatte trotzdem ein riesiges Problem damit persönlich. Und zwar fehlte mir jegliche Logik, während man komplett diskutiert hat. Und mir ist eine Logik bei sowas sehr wichtig. Die behaupten von sich selber, sie sind das Land der Gerechtigkeit. Gerechtigkeit ist wichtig. Und dennoch haben sie ohne jegliche Beweise einfach nur auf ausgedachten Stories. Es fängt mit Furina an, die eine ausgedachte Story rausgeballert hat, wie Linnae diesen Mord begangen haben könnte. Und alles, was sie erzählt hatte, wurde so auf die Waage gelegt, dass es am Ende eher hieß, dass Linnae schuldig ist als unschuldig, obwohl es nicht einen verdammten Beweis von A nach B gab. Das hat mich schon mal extrem gestört, um diesen ganzen Gerichtsprozess einzuleiten, dass er für schuldig erklärt wurde, ohne jeglichen Beweis, aber das ist ja noch okay. Danach ging es aber weiter mit, bitte beweist das Gegenteil, wurde uns gesagt. Und dann war unser Gegenbeweis wieder ausgedachte Stories. Es ging wieder damit weiter, dass wir jetzt Beweise finden sollten, warum er nicht schuldig ist. Und beispielsweise hatten wir als Beweis genannt, ja, also es gab einen großen Knall in der Halle, den alle gehört haben, aber Linnae hat den ja nicht gehört. Und man könnte sich jetzt sagen, ja okay, das geht vielleicht auf Gerichtsprozessen genauso vor, aber aufgrund des, er hat es ja nicht gehört, den Knall, haben sie gesagt, das wäre jetzt ein Gegenbeweis für Furinas Story, aber am Ende des Tages stand Aussage gegen Aussage und beide beweislos, aber man hat einfach Linnae geglaubt und meint, ja, hat er nicht gehört, muss wohl gewesen sein, ist ein perfekter Gegenbeweis dafür, dass er nicht an dem Zeitpunkt dort war, wo er hätte sein sollen, weil er diesen Knall ja nicht gehört hat. Stimmt, sie haben recht, wir glauben, du warst nicht am Tatort. Und so war einfach der gesamte Gerichtsprozess aufgebaut, das versucht wurde, sich gegenseitig irgendwelche Beweise zu liefern, die nur auf irgendwelchen Aussagen basierten, die sich grundsätzlich ausgedacht wurden oder eben hätten ausgedacht sein können, weil es für die meisten keine Beweise gab, aber trotzdem wurde abhängig davon gesagt, wer ist jetzt eher schuldig und wer ist jetzt weniger schuldig, obwohl man, wie gesagt, keine verdammten Beweise hat und es am Ende des Tages auch heißen müsste, im Zweifel für den Täter. Aber sehen wir mal davon ab und sagen, okay, wie gesagt, ich fand die Idee cool, dementsprechend war es so, dass man ganz cool sich das umsetzen konnte, dass man versucht hat, irgendwelche Gegenbeweise zu finden, auch wenn ich maximal wütend währenddessen war, dass ich mir dachte, warum ist das jetzt ein funktionierender Gegenbeweis, wenn ich das, das und das sage, was ich mir ausdenke. Aber davon mal abgesehen, das aller Schlimmste an diesem Gerichtsprozess war für mich persönlich der Plot am Ende. Und wie sie sich das hätten ausdenken können, weiß ich einfach nicht. Die hatten 24 Stunden Zeit, diesen Fall zu lösen und Beweise zu finden. In 24 Stunden hat die Polizei von Fontaine es nicht geschafft, den Täter zu finden, von dem sie noch nicht wussten, dass sie am Ende des Tages die Täterin ist. Aber sie wussten, hier ist doch ein Mensch verschwunden und sie haben diesen Menschen nicht gesucht. Sie haben es einfach akzeptiert und gesagt, okay, wir versperren den Ausgang, sodass wenn dieser Mensch auftaucht, sie zumindest nicht gehen kann. Aber wir versperren den Ausgang und suchen dann diesen Menschen nicht. Und by the way, zu dem Story-Zeitpunkt, als sie gesagt haben, sie suchen diesen Menschen, oh, sie haben es nicht ausgesprochen, aber zu dem Zeitpunkt, wo man bemerkt hat, sie suchen diesen Menschen nicht, weil der ja einfach weg war und man nicht mal zum Beispiel in Lüftungsschacht geguckt hat oder sonst wo geguckt hat, wussten sie noch nicht, dass sich die Menschen im Wasser auflösen können. Sie haben es einfach akzeptiert und gesagt, anstatt dass die Person, die nicht da ist, die Hauptverdächtige ist, haben sie gesagt, dass derjenige, der Hauptverdächtige ist, der die ganzen Requisiten mitgebracht hat und dementsprechend am ehesten dafür schuld ist, dass sie einstürzen, komplett offensichtlich. Natürlich stellt er sich dahin und sagt, ich bringe jemanden um, lass mich einfach instant dabei erwischen. Denjenigen haben sie eher als Hauptverdächtigen gesehen, als die Person, die abgehauen ist, weil sie gedacht haben, ist ja bestimmt eine der verschwundenen Mädchen, braucht man nicht suchen, ist eh verschwunden. Junge, was ist eigentlich los bei euch? Selbst wenn man davon ausgeht, dass eventuell wahrscheinlich eh verschwunden ist, fängt man doch an, danach zu suchen und
für den großen, großen Plot am Ende wurde sie gesucht. Und zwar von Navia, die einfach nur in den Nebenraum gegangen ist. Die hat nicht mal großartig gesucht. Sie war nicht mal versteckt. Sie war am Anfang in der Kiste und hat sich dann in einen Nebenraum bewegt. Das war ihr Versteck, das die Polizei 24 Stunden nicht gefunden hat. Ich dachte, ich raste aus. Wir hatten diesen ganzen Prozess, wo wir einfach uns irgendwelche wilden Behauptungen an den Kopf geschmissen haben und lösen das auf, damit, dass wir die Täterin innerhalb von 10 Minuten finden, wo Navia einmal kurz in den Nebenraum geht. Doch um das Ganze noch zu toppen, haben sie überlegt, dass sie einfach die Leiche nicht durchsuchen. Hey, wir haben eine Leiche, wir haben 24 Stunden Zeit, wir haben Tatort und man könnte Beweise versuchen zu finden. Man könnte eine Leiche durchsuchen oder man lässt sie da halt einfach liegen und keine Ahnung, lässt sie ein bisschen stinken für 24 Stunden. Warum sollten wir uns irgendwie mit der Leiche beschäftigen? Stattdessen hat man sich die Leiche erst angeguckt, als man eine neue Tatverdächtige hatte. Ich dachte, ich werde nicht mehr. Wie kommt man auf die Idee, jemanden des Mordes zu beschuldigen und nicht mal die Leiche zu durchsuchen? Also ihr merkt schon, die Story hat mich krass wütend gemacht und ich versuche jetzt mal wieder ein bisschen runterzukommen. Denn das klingt jetzt natürlich so, als wäre ich overall irgendwie komplett böse auf Genshin Impact 4.0 oder ähnliches. Aber das muss ich direkt zurückschmeißen. Das waren 2 bis 3 Stunden in meinem Stream, wo ich wirklich wütend war. Aber ich habe schon währenddessen gesagt, dass das, was im Gerichtsprozess der zentrale Punkt war, für mich persönlich trotzdem extrem genialer Take war und ich das super spannend finde, wie das Ganze aufgelöst wird. Und zwar das Auflösen der Menschen, das damit eingeführt wurde und dementsprechend die Anlehnung an die Prophezeiung, die gegeben wurde für Fontaine. Bedeutet das, wofür dieser ganze Gerichtsprozess am Ende des Tages da war, fand ich trotzdem sehr gut als Ergebnis, auch wenn ich währenddessen wirklich sauer war, diese Story zu erleben, weil es einfach jeglicher Logik eines normalen Prozesses fehlte, beziehungsweise jeglicher Logik, dass Polizisten auf die Idee kommen zu suchen. Danach kam für mich persönlich Akt 2, den fand ich dementsprechend besser, weil ich mich da nicht über so viel aufregen musste, wie jetzt in Akt 1, auch wenn es da später auch einen Gerichtsprozess gab, wo es nochmal ein bisschen natürlich dahingehend spannend wird, wie beurteilen die eigentlich beim Gericht jetzt wirklich, wer ist schuldig, wer ist nicht schuldig. Ihr habt wahrscheinlich das Ende gesehen, warum das Ganze sehr anzuzweifeln ist. Und ich fand es auch ein bisschen schade, dass es so Navia fokussiert war, dass wir uns durch ein paar unnötige Dialoge geskippt haben, beziehungsweise geskippt habe ich es nicht, ich habe es mir durchgelesen. Aber am Ende wurde natürlich aufgelöst, wie das Ganze mit dem Verschwinden der Mädchen aktuell passiert. Dennoch, nur weil das aufgelöst wurde, habe ich immer noch große Hoffnungen, dass dieses Urwasser weiter in der 4.1 und der 4.2 thematisiert wird, eben aufgrund dieser Prophezeiung. Jetzt gerade wirkt es so, als wäre die 4.0 in sich abgeschlossen und die Fontaine-Story in sich abgeschlossen, weil es ein Verschwinden eines Mädchen gab, es gab einen Gerichtsfall und das Verschwinden der Mädchen wurde geklärt. Ist natürlich auch so, aber das Urwasser existiert trotzdem noch, dieses Versteck existiert trotzdem noch. Und natürlich, ich setze meine große Hoffnung, dass das irgendwie genutzt wird, um weitere Menschen verschwinden zu lassen, beziehungsweise um anzudeuten, dass die Prophezeiung sich erfüllen lassen könnte. Das Ganze hat ja auch schon Nivillette am Ende angedeutet, dass jetzt gerade viel in Bewegung ist. Es gibt die Prophezeiung, das Wasser fängt schon an zu steigen, wir haben das erste Verschwinden von wirklich Menschen. Also alles, was in der Prophezeiung steht, fängt jetzt gerade an. Das war quasi das, womit die 4.0 abgeschlossen hat. Es fängt an. Und diesen Cliffhanger finde ich extrem genial und hoffe natürlich, dass wir jetzt eine extrem geniale Story dementsprechend in 4.1 und 4.2 erleben dürfen mit noch genau so einer Map. Also ihr merkt, ich bin hyped, ich freue mich über die 4.1, ich freue mich über die 4.2 und worauf ich mich aufreue, sind dementsprechend die Cutscenes, die ja bisher sehr gut waren und ich damals auch tatsächlich in dem Video beurteilt habe und euch gefragt habe, was war für euch bisher die beste Cutscene, die ihr erlebt habt. Wir hatten das Ganze damals im Turnierbaum, ihr könnt euch das Video gerne noch einmal dazu anschauen, war ein klasse Ding, es hat extrem Spaß gemacht, das Ganze mit euch persönlich zu beurteilen, denn wir hatten sehr viele gute Cutscenes und ich bin mir sicher, mit der 4.1 und der 4.2 werden genauso gute kommen, wie auch schon mit der 4.0 kam. Florin, einfach neue Waifu. Aber das soll es mit dem Video gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Ich verabschiede mich.